Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Far Cry Primal mit Paxis. Wir sind hier auf der Suche nach Stücken unseres verschollenen Totem. Was? Zwei Treffer, das hat nicht gereicht. Nerven denn jetzt die Wölfe hier so rum? Hast du es verdient, Spike? Hast echt gut mitgekämpft und ohne ihn wäre ich auf jeden Fall mindestens noch einmal gestorben. 3 von 3 geschafft! Das verlorene Totem abgeschlossen. Mal gucken, wie viel XP wir dafür bekommen. 1020, wir haben 8. Geil, wir brauchen nur noch einen Punkt, dann können wir unsere Energie boosten. Und gerade jetzt, wo wir auf Experte spielen, können wir das echt dringend gebrauchen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Hier liegt noch irgendwo in der Tasche rum. Da hat er jetzt schon 2 Pfeile in sich stecken. Wie braucht denn der noch? Ist doch nur ein verdammter Wolf. Weiß nicht so recht wohin, oder? Scheißbälle. Tasche? Nicht blind? Ja. Wo soll ich jetzt hingehen? Ach so, das ist wieder nur so ein scheiß Quenya-Ereignis. Ist mir egal. Aber hier ist jemand runtergefallen, oder wo ist denn die Leiche? Ist doch ein X. Ich glaube, die ganzen Sachen, die ich noch einsammeln wollte, sind mittlerweile weg, weil die Leichen werden nicht mehr angezeigt. Scheiße. Das heißt, die Pfeile sind auf Garen, die auch weg. Oh. Gut, dann bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen bauen. Wir müssen bauen. So, beim Holz müssen wir ein bisschen aufpassen. Haben wir nicht mehr so viel. Pfeile müssen wir auch aufpassen. Das war echt ein Angriff, der uns einiges abverlangt hat. Von den Ressourcen her. Jetzt schauen wir aber erst, was wir als nächstes machen. Also wie es aussieht, gibt es schon wieder eine neue Mission im Dorf. Dann, wo sind wir denn gerade? Hier unten. Dann gehen wir doch auch erstmal. Und ja, wir haben jetzt hier das Gebiet wirklich befreit. Das ist jetzt unser Gebiet, wie man sieht. Das Rote ist weg, also gehört das Dingens hier, das Leuchtfeuer, wohl in das Gebiet mit rein. Sehr schön. Dann würde ich sagen, zurück ins Dorf. Und gucken, was die nächste Mission so für uns offen hält. Und vielleicht haben wir ja schon wieder ein bisschen Holz oder sowas, das wir mitnehmen können. 4 Mal, na besser als nix. Oh, Tierhaut haben wir auch nicht mehr so viel. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob das wichtig ist. Alles andere sollte... Ah, Fleisch. Ja, nehmen wir noch mal ein bisschen was mit. So. Sollte passen und dann zieht's uns wieder zu Wogan. Oder nee, Moment, Moment. Realismus, wir schlafen eine Runde. Mit der gerade Nacht. Hatten zwar volle Energie, aber egal. Wenn wir dann diese 6 Energiepunkte haben, überlege ich mir gerade, wäre es halt schon geil, wenn wir uns mit dem Grünblatt heilen, weil das Grünblatt dann halt immer direkt 3 Lebenspunkte erhöht und nicht nur 2. Aber mir fällt gerade ein, wenn ich jetzt sowieso darauf bin, die 9 Sachen zu machen, wäre es ja eigentlich ziemlich schlau, da schon mal zu investieren. Auch wenn wir diese Heilung eh nie verwenden, da sie weniger Energie bringt als Fleisch essen. Jetzt zu Wogan, unserem Techniker. Direkt 3 Missionen auf einmal, interessant. Ob es schon mal wieder eine neue Vision gibt beim Kollegen? Nee, da wäre das glaube ich so ein Fragezeichen oder irgend sowas. Papa! Papa! Kusch war das da! Gagura, Piki, Udam Hazar! Quanta sai wadaha, darwa wai.
Jama. Ninja Damja Brahma. War also gar keine Mission, er wollte so nochmal davon berichten, wie geil das doch ist, dass er da so ein krasses Totem gebaut hat. Das heißt, wir können uns überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Da das halt echt weit weg noch ist und das sowieso, würde ich sagen, wir machen uns zum nächsten... Also wir gucken einfach nochmal bei dem Kollege, vielleicht müssen wir da nachts hin oder so, ich weiß es nicht. Wir werden da jetzt einfach mal hingehen und das Ding ist halt echt, entweder teleportieren wir uns hier hin oder hier, den restlichen Weg müssen wir einfach laufen. Venja helfen, Eskorte, bring eine Gruppe, Venja in Sicherheit, leicht. Ja, dann können wir halt das Gebiet hier direkt noch ein bisschen mit abklären, würde ich sagen, und starten halt hier, warum nicht. Bekommen wir auch wieder neue Bevölkerung und sind nicht darauf angewiesen, dass wir immer solche scheiß Nebensachen machen müssen. So, ein Beutel. Wo ist denn? Sind die doch irgendwo hier oben? Ja. Oh. Tierfett, Knochen. Und wir machen das. Ist ja also wirklich nur ein Katzensprung. Ein paar Pfeile herstellen. So. Im einen Moment hat man zu viel Holz und im nächsten hat man zu wenig. Wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und dran gedacht hätte, dass wenn mein Holz voll ist, ich halt Pfeile herstellen soll, dann hätten wir jetzt definitiv noch genügend Pfeile. Aber ich habe halt leider nicht dran gedacht. Aber ich werde mich schon dran gewöhnen. Okay, Schild ist immer noch voll. Wie genau komme ich da hin? Ich denke, man muss ja außen rum gehen. Moment, ich höre doch was. Ah, gute Leute, fein. Nehmen wir das Holz noch mit. Ah, scheiße. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ein Mammut. Zwei Speere ins Gesicht und das Ding ist kaputt, das ist so krass. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchten für irgendwas Mammuthaut oder so. Was? Nur noch zwei Speere? Das ist aber echt verdammt wenig. Man kann sogar draufklettern, das ist aber echt verdammt wenig. Drei will ich schon mindestens haben. Die Speere müssten wir eigentlich alle beide wieder bekommen, oder? So. Haben wir jetzt beide Speere bekommen? Ja, ach so, wir könnten ja mal den komischen Splitter werfen. Ah, okay, das geht also so. Kann ich ihn auch wieder einsammeln? Ne. Da brauchen wir aber noch Feuerstein und Tierhaut, also... überhaupt kein Stress. Sollten wir uns aber merken, weil das ist ja gar nicht mal so schlecht. Echt nur noch wenig Pfeile, verdammt. Speichern erstmal. Moment, wir sammeln noch schnell das Holz ein, weil wir brauchen es gerade. Davon ist auch noch welches. Da wir ja bestimmt ein paar Pfeile brauchen werden für die Mission, nutzen wir mal die kurzen Gelegenheiten. Die Gelegenheit. Sollte erstmal reichen. Vielleicht noch die Speere voll machen. So. Ja, ich helfe dir doch gleich. Du siehst, dass ich noch am Sammeln bin. Jäger und Sammler. Wichtig. Jetzt helfe ich dir. Speichern. Na, rede doch mal mit mir. Hallo, Mäusel. Wo hat sie denn Angst? Hier ist doch gar niemand. Mammut, Nashorn. Jetzt vielleicht. Na, endlich. Venja helfen, Eskorte. Venja wollen zu einem heiligen Ort, um die Geister zu ehren. Eskortiere sie zu ihrem Ziel und verteidige sie. Befreite Venja, schließt sich deinem Dorf an.
Rabaka Kutakar Hasta. Tashayu Winjakwa Darsash. Udam Jarta Daiwa Hashnasu. Nanuash Guadamas. Umasi Haguam Nu Udam Shanchi. Tollerweise bekommen wir direkt einen Fähigkeitspunkt und können dann, glaube ich, unsere Energie endlich erhöhen. Nice. Ah, das sind sie ja. 4 Stück. Wir nehmen auch schnell das Holz mit. Bevor wir das annehmen. Tasche. Hallo Freunde, ich helfe euch. Mibrastar Bolam. Gwarpati, Winjai Wanta. Wo müssen wir denn hin? Sterben aber echt verdammt schnell. Nicht hier durchgehen, das sieht doch aus wie eine... Oh, das ist eine perfekte Schlucht für den Hinterhalt, seid ihr dumm? Ich stand mal vor und sammle das Holz ein, bis wir einen Gegner sehen. Sehr geil mit unserem Spike, das lief ja wie geschnitten Brot. Ja, die Pfeile einsammeln, so... Nur so lange looten, wie sie weitergehen. Wie sie nicht weitergehen. So, jetzt gehen sie weiter. Schnell daher, daher, daher. Ich will nicht nochmal den Fehler machen, dass irgendeiner stirbt, weil ich so blöd und so arrogant bin, die ganzen Sachen einsammeln zu wollen. Das spielt hier logischerweise jetzt keine Rolle. Für genügend Pfeile etc. habe ich eh gesorgt. Die Pfeile schon eingesammelt, weil ich drüber gelaufen bin. Oh, fuck. Geil, da kommt doch durch Zufall ein Bär zur Hilfe, der uns quasi unterstützt. Richtig geil. Rennt er jetzt wieder weg? Ja, ich würde ihn sogar am Leben lassen, wenn er es schafft, aber ich glaube, der ist schon zu verletzt. Er hat einfach schon zu viele Pfeile abbekommen. Oh! Wie viel denn noch? Krass. Hat ja zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Was? Schon die nächsten? Aber einer ist tot. Aber dieser macht mir keine großen Vorwürfe, weil... Ja, was soll ich da groß ändern? Und 3 ist, denke ich, auch nicht schlecht. Aber warum kommen die denn nicht mit jetzt? Was ist denn los? Ach so, jetzt geht's weiter. Ach, nur noch 3, das ist echt schade. Ich denk mal, einen Angriff werden wir noch überstehen müssen. Ah, geil, die anderen kommen schon und helfen uns, das heißt... Müssen wir unserem Spike helfen, merke ich gerade, sehr gut. So, geschafft. Ja, schöner Hinterhalt auch von uns jetzt mit den 3 Gefährten, die da gekommen sind und uns geholfen haben. Schade, dass wir nur 3 Stück befreit oder hierher gebracht haben und nicht alle 4, aber damit kann ich leben. Weil diesmal war es halt nicht so sehr meine Schuld. Ich denke, ich hätte es noch besser machen können, klar, aber es war schon okay. Oh, hier ist irgendwo eine Hand. Und ich glaube, jetzt haben wir auch die nächste Belohnung, wenn wir die Hand einsammeln. Nice. Ja, Fähigkeitspunkt. Oh, wir haben schon wieder 7 Stück, wir brauchen nur 6. Nice, 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 nice. So, und jetzt werde ich... Ja, was werde ich machen?
Überleg gerade, ob ich Tierhaut oder sowas nehme, aber wir haben jetzt erstmal gerade nicht genügend Fähigkeitspunkte, deswegen ist es fast egal. Wir warten einfach, bis wir wieder ein paar Fähigkeitspunkte haben und dann können wir uns immer noch überlegen, in was wir die investieren. Was am meisten Sinn macht in dem Moment, meiner Meinung nach. Ach krass, die looten also auch die Gegner, aber komischerweise kann ich ihn immer noch looten. Ach, ich wollte eigentlich den. Na gut, der hat sich verdient, der ist auch, hat wirklich wenig Energie. So guter Spike. Lass mich raten, es kommt wieder ein Angriff. Und ich streichle erstmal Spike. Was schießen sie denn? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Mindestens nicht für mich. Ich meine, es sind jetzt so viele von mir, was soll passieren? Wir gehen weiter und zwar. Ja, würde ich sagen, können wir auch direkt nochmal zu ihm gehen. Und wenn wir da jetzt nichts finden, dann würde ich halt einfach zu so einem Lagerfeuer gehen und mich da ausruhen. Und nachts nochmal hingehen, weil ich ganz stark davon ausgehe, dass. Nachts da noch mehr Action ist. Und der dann vielleicht nachts da ist, wenn er schon tagsüber nicht zu finden ist. Na, der macht es schon. Der macht das schon. Perfekt. Oh, ein Rothund. Was ist nochmal am schönsten, wenn wir einfach so nebenbei noch ein bisschen Wild mit einsammeln können. Mit einem Speer erschossen wurden. Siegen. 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt 5. Ich denke, wir können maximal 6. Wir haben 6 bei dem Ding. Erhalte plus einen Gesundheitsbalken. Du kannst maximal 6 Gesundheitsbalken haben. Ach so, weil auf dem Bild 6 angezeigt wurden. Deswegen habe ich gesagt, wir bekommen jetzt 6, aber wir haben nur 5 bekommen. Wo bekommen wir denn dann unseren 6., wenn wir maximal 6 haben können? Hm. Egal, Hauptsache. Ein Gesundheitsbalken mehr, auch wenn es nicht der 6. ist, sondern nur erst der 5. Werden wir schon rausfinden, wo wir den 6. herbekommen. So. Müsste ja auch wieder neue Dorfbewohner geben. Sag mir doch mal, wie die Dorfbewohner dazu kommen. Hallo. 2. Jetzt haben wir schon 56. Also ich glaube, da brauchen wir uns echt überhaupt gar keine Gedanken machen. Die kommen ja von alleine so schnell. Was? Holz ist voll? Wir kommen nur 24. Ich mach Hartholz mitnehmen, okay. So, 10. Sind hier Gegner? Nein. Hirsche. Oh, ob die mit einem Schuss tot sind? Ich überlege gerade, ob ich lieber einen Speer nehme. Könnte mir vorstellen, dass sie nicht mit einem Schuss tot sind. Auch nicht im Kopf. Aber mit dem Speer ist echt schwer zu treffen, ne? Gerade wenn man nicht so nah dran ist. Sehr schön. Nochmal Holz mitnehmen. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Kollege da ist. Oder ob da wieder nur dieses komische Symbol im Boden verschwindet, was ja echt geil war. Hier ist auch eine Menge Holz. Hier ist wieder nichts. Doch, diesmal liegt er hier. Geil. Bruder Not, bring Karos den Krieger in dein Dorf. Er bringt die mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Sperren und Keulen aus. Belohnung 500. Bau, bau der Brastar. Udam Shanti. Winja Yaudarsh. Kusakui Haita. Und der lag halt beim letzten Mal meiner Meinung nach nicht hier. Wo muss man hin? Da, okay. Das kann nicht gespeichert werden wegen Mission. Na gut. Aber würde ich aber erstmal sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat.
Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Was? Okay, zweiten Körper reichen dann auch wieder. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.